Je nach Rolle wurde bei der Wehrmacht nicht immer die Standardausrüstung getragen. Zumeist passierte das aufgrund einer bestimmten Rolle des Soldaten oder aufgrund der Truppengattung selbst. Ebenso konnte die Hauptbewaffnung des Soldaten eine gewisse Rolle dabei spielen. Eine bekannte Rolle ist die des MG-Schützen. Dieser trug immer, anstatt Patronentaschen, eine Tasche für Werkzeug und Ersatzteile plus eine Pistole mit Holster zur Selbstverteidigung. Er sollte auch anstatt des normalen Spatens den Klappspaten bekommen. Ein Gruppenführer sollte ursprünglich auch eine dedizierte Ausrüstung bekommen. Diese meist Unteroffiziere sollten MPs tragen, also auch Magazintaschen. Dazu dann noch ein Fernglas, Pfeife, als auch eine Drahtschere anstatt eines Spatens. Quelle hierfür ist die HDV 130-2A zur Infanterieausbildung von 1942. Dabei handelt es sich um einen Sollzustand und gerade die Drahtschere sieht man nicht so oft.